Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein. Sarah Wagenknecht, Wortbuch Corona-Impfpflicht, ein kopfloses Ablenkungsmanöver. Let's go. Ja, hallo. Tachchen. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Es wird keine Impfpflicht geben. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Egal in welche Richtung sie gedacht haben, es gibt Leute, die von Anfang an skeptisch waren, es gibt Leute, die von Anfang an einfach Angst hatten, es gibt Leute, die von Anfang an gesagt haben, wir müssen alles tun. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile aus allen Lagern auch Menschen, die einfach da sitzen und nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Also die gesamte Bevölkerung alle paar Monate unter Strafandrohung durchzuimpfen, das soll jetzt wirklich der Ausweg aus der Corona-Pandemie sein? Wir kämpfen mittlerweile mehr gegeneinander als füreinander und das macht mich traurig. Die Impfung ist Eigenschutz, kein Fremdschutz. Reicht doch. Das reicht doch eigentlich schon als Grundlage dafür, dass wir uns gegenseitig wieder lieb haben, oder? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Monkey PS, moin, Grüße aus Hainholz, Digga. Hainholzi-Vibes, oder was? Crazy. Da war ich gestern. Grüße zurück. Ich war beim dänischen Bettenlager, hab mir einen Lattenrost gekauft, Digga. Team Lattenrost. So, Freunde, wir haben jetzt genug gelabert. Wir werden jetzt reagieren auf das neueste Video von der Frau Wagenknecht. Vor 4 Tagen hochgeladen, ihre Wochenshow. Über 1 Million Aufrufe und 97.000 Daumen nach oben. Ich glaube, das heißt schon sehr viel. Also, da findet ein generelles... Ja, was soll ich euch sagen? Das Wort wach ist schon ein bisschen ausgelutscht, aber ich glaube, es findet ein generelles Erwachen so ein bisschen statt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein. Sarah Wagenknecht, Wortbuch Corona-Impfpflicht, ein kopfloses Ablenkungsmanöver. Let's go. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau. Tachchen. Ich halte es nicht für notwendig, eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland zu verhängen. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Und weil es ja schon wieder anders behauptet wird, auch in den sozialen Medien. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. So eine Art Impfzwang. Ich will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Impfpflicht wäre nicht verhältnismäßig, denn die einmalige Impfung gegen Corona immunisiert nicht für das ganze Leben. Da, wo wir eine Impfpflicht haben, wie etwa bei den Masern, sagt die Weltgesundheitsorganisation, das Ziel ist die Ausrottung. Dieses Ziel ist leider beim Coronavirus nicht realistisch. Tja, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Wie ist denn das? Ich habe gehört, dass die FDP und der Lindner trotzdem immer noch gegen eine Impfpflicht sind. Stimmt das oder hat sich da auch was geändert? Das habe ich mal so am Rande mitbekommen. Dieses Erprobte. Und es ist halt auch wieder, es ist halt crazy, ne? Dass vor ein paar Monaten die Leute sich hingesetzt haben, die Verantwortlichen bis hin zur Bundeskanzlerin und gesagt haben, es wird niemals eine Impfpflicht geben. Und jetzt aktuell wird das diskutiert, ne? Und steht fast schon, also steht ja schon so im Raum, dass die sagen, ja, wird kommen Richtung Februar. Politiker-Motto, das gilt jetzt offenbar auch für die Impfpflicht. Herr Söder war der Erste, ein Landeschef nach dem nächsten fiel um und inzwischen ist auch Olaf Scholz dafür, die allgemeine Impfpflicht soll kommen. Naja, mögen viele sagen, wenn die Lage sich ändert, muss man halt seine Meinung auch ändern. Was hat sich geändert? Klar, die Zahlen sind unverändert hoch, die Krankenhäuser sind stark belastet, auch wenn die vom RKI ausgewiesene Hospitalisierungsrate, die ja eigentlich jetzt immer der Maßstab sein sollte, seit gut einer Woche permanent sinkt, warum auch immer. Aber klar, die Zustände sind nicht gut. Die Engpässe gerade auf den Intensivstationen sind akut, das kann man nicht schönreden. Und dann kommt jetzt auch noch dazu, als ultimativer Horror, eine neue Supermutante, Omikron aus Afrika. Und da waren natürlich gleich wieder alle Medien in hellster Aufregung. Herr Wieler zeigte sich besorgt, Herr Drosten zeigte sich besorgt und Olaf Scholz spricht im Handelsblatt sogar von einer dramatischen Herausforderung, denn immerhin seien schon 6 Fälle von Omikron in Deutschland registriert worden.
Noch viel infektiöser soll dieser neue Virus sein, möglicherweise gefährlicher. Vor allem könnte es sein, dass er den Impfschutz umgeht. Ja, und klar, eine Mutante, die vielleicht den Impfschutz aushebelt, die ist natürlich das ultimative Argument für allgemeine Impfpflicht. Nein, aber im Ernst, eigentlich wissen wir über Omikron noch so gut wie gar nichts. Es sieht so aus, dass sie sehr infektiös sein könnte. Sie hat Mutationen an diesem Spike-Protein. Das ist tatsächlich ein Risiko, dass der Impfschutz dann nicht mehr so gilt. Aber genaues weiß man vielleicht in 2 oder 3 oder 4 Wochen. Aber nein, erstmal ganz große Panik verbreiten. So viel Panik, dass jetzt alle sagen, klar, nun brauchen wir die Impfung. Und die Impfstoffhersteller natürlich haben auch sofort gesagt, ja, wir können ja den Impfschutz anpassen. Wir können natürlich die Impfstoffe verändern, angeblich. Ich habe irgendwie gehört, dass die neue Variante auf jeden Fall ansteckender ist, also verbreitet sich irgendwie schneller, aber die Verläufe, die bis jetzt in Afrika beobachtet wurden, waren nicht so extrem wie die Verläufe mit der Version oder mit dem Virus vorher. Aber das waren auch junge Leute, die das, wo das beobachtet wurde. Keine Ahnung, sind auch wieder irgendwelche Berichte, die, also offizielle Berichte, die ich mir reingezogen habe, so. Aber, Digga, also so als, das ist halt so viele Informationen, wir werden überflutet mit so vielen Informationen von so vielen Seiten, dass ich es auch vollkommen irgendwo verstehe, also ich kann es vollkommen verstehen, wenn es Menschen gibt, die da sitzen und einfach nicht mehr wissen, was sie tun sollen, was das Richtige ist und was sie machen sollen. Egal auf welcher, also egal welche Gedanken sie vielleicht vorher hatten, egal in welche Richtung sie gedacht haben, es gibt Leute, die von Anfang an skeptisch waren, es gibt Leute, die von Anfang an einfach Angst hatten, es gibt Leute, die von Anfang an gesagt haben, wir müssen alles tun. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile aus allen Lagern auch Menschen, die einfach da sitzen und nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Die sich auch schon impfen lassen haben, einmal, zweimal und vielleicht auch schon ein drittes Mal und da sitzen und sich denken, fuck, so egal was wir tun oder was wir machen, es kommen von allen Seiten immer wieder Informationen, die dem widersprechen, die dem zusprechen. Es gibt keine klare Linie. Man weiß nicht mehr genau, woran man ist. Vielleicht sollte es auch so sein, dass alle am Ende einfach nur verwirrt sind und nicht mehr wissen, wo sie mit sich hin sollen. Aber das ist so schlimm einfach, dass man nicht mehr weiß, was soll man tun. Das ist ja der große Vorzug der mRNA-Impfstoffe, dass sie immer wieder angepasst werden können an neue Virusmutationen. Na, ich erinnere mich dunkel, das wurde uns doch im Frühjahr schon mal erzählt. Nämlich im Frühjahr, als die Delta-Variante aufkam. Da wurde auch gesagt, ja klar können wir den Impfschutz anpassen. Und nach allem, was man weiß, Herr Kekulé hat vor kurzem darauf hingewiesen, stehen große Fragezeichen. Wieso eigentlich wurden auch die Menschen nicht früher gewarnt? Man wusste im Sommer, dass der Impfschutz nachlässt. Die Legende erzählt, die Ungeimpften sind an allem schuld. Statt die Geimpften zu warnen, dass sie erstens ansteckend weiterhin sind und gerade mit der Delta-Variante fast genauso wie die Ungeimpften und zweitens, dass eben gerade ältere Menschen, für die die Krankheit ja wirklich eine sehr große Bedrohung sein kann. Habt ihr das mit dem Money noch mitgekriegt, was ich gesagt habe? Dass ich finde, dass man auch mal darauf hinweisen sollte, wie viel Geld damit verdient wird mit dieser ganzen Impfgeschichte, vor allen Dingen, wenn es 2., 3., 4., 5., 6. Anpassung, 7. Booster und so gibt. Also die verdienen Heidengeld damit, dass ich auch der Meinung bin, dass bei so viel Geld, wie da fließt, es sind Millionen, Milliardenbeträge, irgendwo an Stellen definitiv schon zu Interessenskonflikten gekommen ist und auch noch in der Zukunft kommen wird. Sich nicht mehr darauf verlassen können, dass ihr Impfschutz weiterhin so hoch ist, wie er ihnen am Anfang versprochen wurde. Nein, man hat nichts gewarnt. Man hat es laufen lassen und jetzt verimpft man die alten Impfstoffe weiter. Und jetzt kommt also Omikron. Und weil es jetzt alles noch viel bedrohlicher wird, soll also jetzt die allgemeine Impfpflicht es richten. Und da muss man auch noch mal sagen, liebe Geimpfte, bitte hört genau hin, wenn ihr denkt, das betrifft euch nicht. Herr Scholz hat nämlich ganz klar gesagt, der Impfstatus hat ein Verfallsdatum. Nach seinem Vorschlag sollen das 6 Monate sein. Also wer sich nach 6 Monaten nicht neu impfen lässt, der gilt wieder als ungeimpft. Ja, und er macht sich dann sogar strafbar, wenn es eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland gibt. Kann sein, dass man die 6 Monate noch auf 9 Monate ausweitet. Das ist ja der Vorschlag der EU, dass
immer nach 9 Monaten quasi der Geimpftenstatus verfällt, wenn man sich nicht neu impfen lässt. Ich bin gespannt, was die Strafmaße oder die, was die Strafmaße dann sein sollen und wie das kontrolliert wird und alles so. Weißt du, wie ich meine? Das wird Bilder geben, die will ich... Also die gesamte Bevölkerung alle paar Monate unter Strafandrohung durchzuimpfen, das soll jetzt wirklich der Ausweg aus der Corona-Pandemie sein? Also manchmal frage ich mich, haben die wirklich ihren Verstand verloren? Oh, das ist so gut, dass jemand da sitzt und das auch mal sagt, einfach so. Kann man doch nicht ernsthaft vertreten. Und bei allem und wie schlimm es auch immer läuft, natürlich ist das nicht alternativlos. Und ich finde, man muss viel mehr darüber reden, was in den letzten Wochen und Monaten versäumt wurde und was jetzt dringend getan werden sollte, um Menschen zu schützen. Da gäbe es nämlich einiges und darauf will ich auch in der zweiten Hälfte dieses Videos noch eingehen. Aber zunächst mal zu der Frage, wann eigentlich ist eine allgemeine Impfpflicht sinnvoll? Ich sage nämlich nicht, dass das nie so wäre. Also ich bin im Unterschied vielleicht zu dem einen oder anderen durchaus sehr froh, dass eines Tages in der Menschheitsgeschichte Impfungen erfunden wurden. Impfungen sind ein wichtiges Mittel, um schlimme Krankheiten teilweise sogar auszurotten. Das, was der Lindner auch gesagt hat am Anfang in dem Zusammenschnitt. Es gibt Impfungen zum Beispiel gegen die Masern, wo die einfach geholfen haben, um eine gewisse Krankheit auszurotten. Das hilft dann auch für immer oder wenigstens für das nächste Jahrzehnt oder so, ne? Aber alle 6 Monate sich wieder was Neues reinfetzen zu lassen, da muss man doch einfach damit rechnen, dass es Menschen gibt, die das mit sich und ihrem Körper nicht machen lassen wollen. Es ist doch einfach, da muss man doch einfach mit rechnen, weißt du? Wenn du einen Impfstoff auf den Markt bringst, der halt ein richtiger Impfstoff ist gegen eine Krankheit, die dann ausgerottet werden soll, weil viele Menschen davon sterben, dann ist es ein Riesenunterschied zu dem, was die da jetzt gerade machen. Dass man dann sagt, nach 6 bis 9 Monaten gilt man wieder als ungeimpft, dann hilft das doch, warum soll ich mich dann impfen lassen? So, das macht für manche Bürger einfach keinen Sinn und das müssen die doch auch nachvollziehen und verstehen können, dass es Menschen gibt, die dann sagen, schwierig. Oder zumindest zurückzudrängen. Und es gibt tatsächlich Situationen, wo man über eine allgemeine Impfpflicht diskutieren kann, wo sie möglicherweise sinnvoll ist. Aber es gibt doch 2 wichtige Bedingungen, unter denen eine solche Diskussion überhaupt nur einen Sinn hat. Also zum einen muss es sich, finde ich, um eine Krankheit handeln, die alle Teile der Gesellschaft, alle Teile der Bevölkerung gleichermaßen oder zumindest in ähnlicher Weise bedroht. Jung wie alt, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen ohne Vorerkrankungen, Gesunde, weniger Gesunde. Eine Krankheit, die alle dahin rafft und wo man mit der Impfung ein Mittel hat, dieses schlimme Sterben zu beenden. Sehe ich genauso. Pest zum Beispiel war so eine Krankheit. Die hat keinen Unterschied gemacht, ob man eine Vorerkrankung hatte, ob man jung war und gesund oder ob man alt war. Ganz viele Menschen sind gestorben. Und wenn man dann einen Impfstoff hat, der sicher wirkt, dann ist das tatsächlich diskutabel zu sagen, okay, wir haben jetzt kein anderes Mittel. Wir wollen nicht, dass unsere Krankenhäuser hoffnungslos überlastet werden. Also verpflichten wir alle. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum man über so etwas diskutieren kann. Selbst wenn eine Krankheit nicht alle Teile der Bevölkerung gleichermaßen bedroht, aber doch irgendwie auch für alle gefährlich ist, vielleicht aber doch für den einen mehr und den anderen weniger, dann kann man über eine allgemeine Impfpflicht diskutieren, wenn tatsächlich eine Impfung vor der Infektion und der Übertragung des Virus schützt. Wenn eine Impfung alle davor schützt, dass sie das Virus an andere weitergeben. Weil dann kann man tatsächlich mit einer Impfung das erzeugen, was uns ja jetzt seit einem Dreivierteljahr vorgegaukelt wurde, eine Herdenimmunität. Das heißt, wenn ganz viele geimpft sind in einer Gesellschaft, in einer Bevölkerung, dann ist das Virus massiv zurückgedrängt. Bei den Pocken ist es ja sogar gelungen, dieses Virus auszurotten. Diese 2 Bedingungen, eine Krankheit, die für alle bedrohlich ist oder ein Impfstoff, der davor schützt, dass man das Virus weitergibt. Das sind 2 wichtige Bedingungen meines Erachtens, die die Grundlage dafür bieten, über eine Impfpflicht
Pflicht ernsthaft nachzudenken. Das heißt noch nicht, dass man sie in jedem Falle machen muss, aber das wären zumindest zwei Bedingungen, die tatsächlich es erwägenswert machen. So, und jetzt gucken wir uns doch mal die Situation beim Coronavirus an. Wer von euch ist auch der Meinung, was sie gerade gesagt hat? Eins in den Chat. Mal ehrlich jetzt, eins oder zwei? Doch völlig verrückt, keine dieser zwei Bedingungen ist eingelöst. Klar, sie tun jetzt so, schon seit Wochen die öffentliche Diskussion, als ob die Impfung tatsächlich die Übertragung des Virus verhindern oder zumindest deutlich vermindern würde. Darauf beruht ja die ganze Legende von den Ungeimpften als potenzieller Virenschleudern, die durchs Land gehen und ihre Mitmenschen gefährden. Das wird uns jetzt seit Wochen erzählt. Ich merke auch, dass in der einen oder anderen Zuschrift, die ich bekomme, viele Menschen das verinnerlicht haben. Sie denken wirklich, die Ungeimpften, das sind die Superspreader. Und wenn man sich impfen lässt, ist man davor gefeit, dass man andere... Ich schwöre dir, das ist auch so, ich habe letztens auch wieder darüber nachgedacht, was so... Wenn du wirklich halt dir die Nachrichten reinziehst, die aktuellen, was ich auch jeden Tag mache, weil ich gucke wegen neuen Regeln und neuen Einschränkungen und so, dass ich den Sweet Spot finde, wann ich mich wieder verpissen muss, so. Aber wenn ich mir das reinziehe, dann merke ich auch, wie das beeinflusst. Und Menschen, die sich nur das reinziehen, die sind überzeugt davon, was denen da erzählt wird. Und man kriegt auch eine gewisse Angst, wenn man sich das anguckt, wie die das machen und wie die reden und wie die das erzählen. Das geht auf jeden Fall in deine Vibes rein, das darf man nicht unterschätzen. Und mittlerweile gibt es echt Menschen, die halt wirklich davon überzeugt sind und das genau so glauben, wie es im Fernsehen erzählt wird und dann wirklich anti diese Menschen sind und mit Hass auf die Straße gehen allen Menschen gegenüber, die sich nicht impfen lassen haben. Und man kann es denen nicht mal mehr richtig übel nehmen, weil die es so eingetrichtert bekommen haben. Weißt du, was ich meine so? Ich bin halt so einer, dass ich dann immer mich frage, warum, und ich kann das den Menschen gar nicht richtig übel nehmen, so, weißt du, dass die so denken. Das Einzige, wo ich halt mein Thema dann wieder auch sehe, ist halt genau da, wenn es um Spaltung geht, um negativ, um andere Menschen gegenseitig aufzuhetzen und so, da komme ich ins Spiel, weil ich bin einer, ich will für Gerechtigkeit kämpfen, ich will dafür kämpfen, dass jede Meinung irgendwo akzeptiert wird, dass man wenigstens reden kann, ohne sich zu beleidigen, ohne sich zu canceln, ohne sich zu schlagen, ohne Gewalt auszuüben, einfach miteinander reden kann. Und dafür stehe ich halt so. Und da kommt, deswegen mache ich das überhaupt, was ich tue, weil ich merke, wie das den Bach runtergeht. Wie die Liebe hier im Land immer mehr den Bach runtergeht. Zusammenhalt in der Gesellschaft den Bach runtergeht. Dass wir irgendwie füreinander einstehen, den Bach runtergeht. Wir kämpfen mittlerweile mehr gegeneinander als füreinander. Und das macht mich traurig. Gefährdet und ansteckt. Das ist falsch. Es wäre eine Verantwortung der Politik, immer wieder darauf hinzuweisen. Und Corona hat das Ganze nur schlimmer gemacht. Es ging schon vorher in die Richtung. Also alle aktuellen Studien, die es gibt, belegen, dass es diesen Schutz vor Infektionen und vor der Weitergabe des Virus nicht gibt. Und übrigens war das gar nicht so überraschend. Also ich war selber erstaunt. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, der ist geschrieben worden vor genau einem Jahr. Da fingen die Impfungen in Großbritannien an. Und da wurde in diesem Artikel berichtet, also dass man jetzt dort beginnt und dass es natürlich sehr hoffnungsvoll ist, dass man jetzt endlich diesen Impfstoff hat und einsetzen kann. Aber es wurde auch schon auf die Gefahr hingewiesen, dass nämlich die Impfung zwar vor schweren Verläufen schützt, das ist gut und das ist erfreulich, aber dass Geimpfte dadurch umso leichter... Ich muss kurz Feuerholz nachlegen, meine lieben Freunde. Feuerholz in den Man. Come to my condo. Einfach das Lied die ganze Zeit im Hinterkopf, Bro, dann geht's mir gut. Zu möglichen Superspreadern werden können, Superspreadern, die das Virus in sich tragen, es nicht merken und es dadurch umso mehr verbreiten. Wörtlich hieß es in einem Artikel damals, Fachleute warnen deshalb explizit davor, die Impfung überzubewerten. Mathematische Modelle hätten nämlich gezeigt, dass es im Fall der asymptomatischen Infektiosität nach der Impfung noch zu viel mehr Corona-Infektionen kommen könnte als bisher. Ja, und ein Vertreter der Impfstoffhersteller hat damals sogar im Fernsehen erläutert, ihr Auftrag war... Was ist das für ein Name? Lockdown Manfred, was geht, Bro? Sorry, aber der Name hat mich amüsiert gerade. Verhindern, dass Menschen erkranken, dass sie schwer erkranken, dass sie sterben.
Ihr Auftrag war nicht zu verhindern, dass sie sich infizieren. Das habe man noch nicht mal getestet in den Studien, ob sie sich weiterhin infizieren oder nicht. Und später gab es dann Studien, die deuten darauf hin, dass zunächst einmal direkt nach der Impfung und vor der Delta-Variante tatsächlich die Impfung zumindest die Infektiosität vermindert hat. Aber wenn sie eine Weile zurückliegt und seit wir eine Delta-Variante haben, und Omikron könnte das noch mehr gelten, seitdem ist das nicht mehr der Fall. Und deswegen haben wir eben zum Beispiel, das hatte ich an einer der Wochenschauen gezeigt, auch überhaupt keinen Zusammenhang zwischen der Impfquote und dem Infektionsgeschehen. Übrigens inzwischen auch in den Ländern, die uns noch vor wenigen Wochen als großes Vorbild präsentiert wurden. Also Portugal zum Beispiel mit einer sehr hohen Impfquote hat inzwischen auch eine Inzidenz von über 200. Irland, wo weit über 90% der erwachsenen Bevölkerung geimpft ist, hat eine Inzidenz von 640. Also es gibt keinen Zusammenhang. Das Argument für eine Impfpflicht, was man ins Feld führen könnte, nämlich dass Geimpfte das Virus weniger verbreiten als Ungeimpfte, dieses Argument trägt nicht. Und die Artikel von vor einem Jahr deuten darauf hin, das ganze Gerede über Herdenimmunität war von Anfang an eine Täuschung. Also am Anfang hat man auch immer gesagt, wir brauchen 60% oder wir brauchen 70%, dann haben wir Herdenimmunität. Jetzt heißt es ja, wir brauchen 90%. Das ist völliger Blödsinn. Wir kriegen keine Herdenimmunität mit diesen aktuellen Impfstoffen. Das ist erstmal völlig klar. Also dieses Argument fällt weg. Und das haben ja auch renommierte Virologen, haben immer wieder darauf hingewiesen. Ich möchte beispielsweise ein sehr klares Zitat von Hendrik Streeck anführen. Die Ungeimpften sind verantwortlich für die Toten, heißt es oft. Auch aus dem Mund von Politikern. Solche Aussagen sind falsch. Wir alle befinden uns in der Pandemie, die Geimpften und die Ungeimpften. Und wir alle können das Virus weitergeben. Der Anspruch der Impfung war nie, also man merke, war nie, eine Infektion zu unterbinden. Sie sollte lediglich vor einem schweren Verlauf schützen. Die Impfung ist Eigenschutz, kein Fremdschutz. Ja, soweit. Reicht doch, Digga. Weißt du, ich meine, das reicht doch eigentlich schon als Grundlage dafür, dass wir uns gegenseitig wieder lieb haben, oder? Freunde, einmal ein Herz in den Chat. Hendrik Streeck und damit... Ich versuch's wenigstens, Digga, was soll ich sagen? ...fällt zumindest die eine Seite der Argumentation pro Impfpflicht in sich zusammen. Bleibt allerdings immer noch die zweite Frage. Darf man Menschen auch zum Eigenschutz zwingen? Das ist durchaus erwägenswert, wenn, nämlich dann, wenn sich zu viele Menschen nicht schützen, das Gesundheitssystem zusammenbricht. Und dann ganz viele andere, die andere Krankheiten haben, womöglich nicht mehr behandelt werden können. Dann gibt es sicherlich auch Argumente zu sagen, Eigenschutz ist eben nicht mehr nur eine individuelle Entscheidung. Darüber kann man nachdenken. Aber auch das setzt voraus, dass die zweite Bedingung, die ich am Anfang genannt habe, dass die tatsächlich zutrifft. Die Krankheit muss alle Teile der Bevölkerung gleichermaßen bedrohen. Aber genau das ist bei Corona doch nicht der Fall. Und am Anfang wussten wir das doch noch einigermaßen. Corona ist eine Krankheit oder Covid-19 ist eine Krankheit, die für bestimmte Risikogruppen hochgefährlich ist. Das betrifft ältere Menschen. Und das betrifft Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Starkes Übergewicht spielt da offenbar eine große Rolle. Diabetes spielt eine Rolle, Bluthochdruck. Das sind die drei, die mir bekannt sind. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr. Aber es sind genau definierbare Risikofaktoren. Und eigentlich in erster Linie für Bevölkerungsgruppen, die zu diesen Risikogruppen gehören. Die muss man vor Corona schützen. Hat man am Anfang immer gesagt, die Vulnerablen muss man schützen. Ja, das war völlig richtig. Junge, gesunde, für die ist Corona nur in ganz seltenen Fällen eine wirklich ernste Gefahr. Klar gibt es auch diese seltenen Fälle. Es gibt sie bei jeder Krankheit übrigens. Selbst bei der Grippe sind auch junge, gesunde ab und an gestorben, aber eben sehr, sehr selten. Und Politik sollte sich nicht auf das Seltene konzentrieren, sondern auf das, was zurzeit uns die Probleme macht. Und das ist die Häufung. Und nicht der seltene Fall. Von über 100.000 Todesfällen, die wir in Deutschland inzwischen haben,
sind gerade mal 1500 unter 50 Jahre alt gewesen. Das sind 1,5%. Natürlich ist jeder einzelne Fall eine Tragödie. Aber selbst bei diesen Menschen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die meisten einen der genannten Risikofaktoren, der genannten Vorerkrankungen hatten. Der STIKO-Chef hat darauf hingewiesen, dass noch kein einziger unter 17-Jähriger nur an Corona gestorben ist. Kein einziger. Trotzdem drangsalieren wir jetzt junge Menschen mit Ausschluss aus dem gesellschaftlichen Leben, mit Ausschluss aus ihrem Sportclub, wenn sie sich nicht impfen lassen. Was ist das für ein Irrsinn? Und das ist auch noch nicht... Deutschland war mal so schön, Digga. Mal klar, ob die allgemeine Impfpflicht, die Herr Scholz jetzt favorisiert, ob die auf Erwachsene beschränkt bleibt oder ob die auch Jugendliche und Kinder einschließen soll. Das ist doch völlig verrückt. Und auch das Argument Gesundheitswesen. Wer liegt denn in den Krankenhäusern? Gucken wir uns das doch mal an. Ganze 16% derer, die mit Corona auf den Intensivstationen liegen, sind unter 50 Jahre alt. 64% sind über 60 Jahre alt. Also die übergroße Mehrheit, egal ob geimpft oder nicht geimpft, auf den Intensivstationen ist über 60. Das muss man doch zur Kenntnis nehmen. Und wenn man das vermindern will, dann muss man sich angucken, wie man diese Jahrgänge schützen kann. Und ja, es ist richtig, in den Jahrgängen ist es tatsächlich ein großes Risiko, wenn man sich nicht impfen lässt. Das kann man nicht leugnen. Und jemand, der sich da nicht impfen lässt, kann eben und läuft Gefahr, tatsächlich auch schwere Krankheitsverläufe zu haben, vor allem wenn er insgesamt auch gesundheitlich vielleicht etwas angeschlagen ist. Aber auch da muss ich sagen, statt jetzt mit der Keule von Pflichten zu kommen, ich habe selber in den letzten Wochen unglaublich viel Post und Mails von Menschen bekommen und ganz viele haben mir geschrieben, auch Ältere. Ja, sie würden sich impfen lassen, wenn man denn endlich einen klassischen, einen traditionellen Impfstoff hätte. Das heißt, wenn wir in Deutschland die von der WHO empfohlenen, weltweit längst milliardenfach verimpften klassischen Corona-Impfstoffe, die gibt es ja zum Beispiel aus China, wenn wir die hier zulassen würden, und sie sind in einigen anderen EU-Ländern zumindest anerkannt, wenn wir die hier zulassen würden, dann wäre das natürlich ein ganz gewaltiger Schritt, um die Impfquote zu steigern und ich glaube auch viele Ältere, die sich bisher nicht haben impfen lassen, auch von einer Impfung zu überzeugen. Das wäre ja ein sinnvoller Schritt. Das wäre in den Jahrgängen auch wirklich empfehlenswert, überhaupt keine Frage. Stattdessen drangsaliert man jetzt Menschen mit 3G, das ist ja schon fast eine Impfpflicht, wenn man sein ganz normales Leben kaum noch organisieren kann, wenn man nicht mehr in den Bus steigen kann ohne Test und viele Menschen gerade auf dem Land haben nun mal kein Testzentrum um die Ecke. Also das ist eine völlig irre Politik. Und sie entlastet das Gesundheitswesen nicht, weil man muss klar sagen, ein unter 40-jähriger gesunder Ungeimpfter hat ein viel geringeres Risiko, auf einer Intensivstation zu landen, als ein doppelt geimpfter über 70-jähriger, dessen Impfung aber vielleicht schon 4 oder 5 Monate zurückliegt. Es ist eine Krankheit vor allem von Teilen der Bevölkerung. Und gegen solche Gefahren geht man nicht vor und das verbietet sich auch, indem man die Gesamtbevölkerung in Haftung nimmt. Und gegen Gefahren sollte man auch nicht vorgehen, indem man Menschen zu etwas zwingt, sondern indem man sie versucht, von etwas zu überzeugen, nämlich die, die wirklich gefährdet sind. Weil es ja auch um ihr Leben und ihre Gesundheit geht. Aber dafür sollte man ihnen eben auch die Möglichkeit und die Wahl geben, auch zwischen verschiedenen Impfstoffen. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, es sind ja noch längst nicht alle anderen Mittel ausgeschöpft, die es gibt, um Ältere zu schützen. Ich weiß persönlich von Krankenhäusern, wo es bis heute nicht üblich ist, dass die geimpften Krankenpflegerinnen und Pfleger regelmäßig getestet werden. Während man die Ungeimpften damit drangsaliert, dass sie sich noch testen dürfen, obwohl sie dafür ja die Qualifikation haben, sondern dass sie den Test aus irgendeinem Testzentrum brauchen, wo sie dann hinlaufen müssen, möglichst noch dicht gedrängt mit anderen Leuten stehen. Das ist eine völlig verrückte Politik. Und auch in den Pflegeheimen das Gleiche. Und was auch immer ausgeklammert wird in den ganzen Debatten, wir haben ja nicht nur Geimpfte und Ungeimpfte, wir haben wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Menschen, die das Virus längst hatten und es gar nicht gemerkt haben. Wir haben auch ganz viele, das ist auch inzwischen wissenschaftlich belegt, die eine natürliche Immunität haben, weil es gibt bestimmte Erkältungsviren. Wenn man gegen die immun ist, dann ist man sogar auch gegen dieses Coronavirus immun.
Und es wird zum Beispiel gesagt, Menschen, die viel mit Kindern zu tun haben, die haben oft diese Immunität. Das betrifft ja dann Lehrer, das betrifft Kindererzieherinnen. Was man meines Erachtens auch überhaupt bisher nicht ausgeschöpft hat, ist, sich besser anzugucken, wie frühzeitig, wenn Menschen mit einem potenziell schweren Verlauf eine solche Infektion bekommen, wie man frühzeitig mit medikamentösen Therapien gegensteuern kann. Also oft werden die Leute einfach erstmal nach Hause geschickt, sollen sich da isolieren, möglichst ganz alleine, wenn sie nicht einen Partner haben. Und erst wenn es ganz schlimm ist, dann rufen sie wahrscheinlich irgendwann den Krankenwagen. In anderen Ländern versucht man sehr viel frühzeitiger etwas zu machen und ich halte das für sinnvoll. Auch das wird nicht ausgeschöpft. Und auch das wäre wahrscheinlich eine Entlastung des Gesundheits, schwere Verläufe gibt. Weil wir müssen doch auch sehen, dieses Impfen und Boostern. Also ja, ich finde ja auch, wir müssen jetzt Älteren die Möglichkeit geben, und zwar prioritär, bevor irgendjemand sonst jetzt geimpft wird, müssen die Älteren und die Risikogruppen die Chance haben, sich boostern zu lassen, wenn sie das möchten. Krass, Digga, wie krass Leute jetzt gerade getriggert davon sind, dass ich gesagt habe, dass Mindset auch wichtig ist, um nicht krank zu werden. Das ist crazy, dass so wenige Menschen daran glauben, leider. Weil das tatsächlich den Schutz offensichtlich, das gibt ja bestimmte Analysen, die das bestätigen, den Schutz erstmal wieder auffrischt. Aber die Wahrheit ist doch auch, niemand weiß, wie oft man wirklich boostern kann, wie oft das Immunsystem reagiert, ob die Abstände dann vielleicht immer kürzer werden müssen und was das am Ende für den Organismus bedeutet. Ich meine, wir haben hier Impfstoffe, zumindest die, die wir hier in Europa verwenden, die auf einem völlig neuartigen, genbasierten Verfahren beruhen. Und es sind übrigens auch Impfstoffe mit gar nicht so wenigen schwerwiegenden Nebenwirkungen. Also je öfter man sie einsetzt, desto mehr Menschen werden dann eben auch diese Nebenwirkungen zu spüren bekommen. Und das Bedenkliche ist, dass gerade bei Jüngeren in erheblich höherem Grade solche Nebenwirkungen auftauchen und auftreten. Und hier muss man sich auch einmal fragen, wie genau wird das eigentlich überwacht? Uns wird ja immer gesagt, ja, wir wissen jetzt alles, sind ja so viele Menschen geimpft. Ja, aber dass so viele Menschen geimpft sind, heißt doch nicht, dass alles erfasst wird, was im Zusammenhang mit der Impfung passieren kann. Da muss man ja erstmal alles registrieren. Und wenn ich habe persönlich davon noch gar nichts gehört. Vielleicht gibt es auch nicht so viele Fälle oder überhaupt keine Fälle, keine Ahnung. Ich habe davon in der Öffentlichkeit auf jeden Fall nichts mitbekommen, dass eine Impfung auch mal schiefgelaufen ist. Haben die da schon mal davon berichtet irgendwie, Nebenwirkungen etc. oder ist alles glatt jetzt gelaufen? Ich sehe, dass beispielsweise in Dänemark oder auch in Schweden 4-mal mehr Verdachtfälle im Zusammenhang mit Nebenwirkungen der Impfung gemeldet werden als in Deutschland, dann muss ich sagen, hier funktioniert irgendwas auch nicht mit den Meldesystemen. Das ist auch nicht sehr vertrauenserweckend. Also auch hier, wir kennen doch die Fälle, immer wieder wurden Medikamente nach einer gewissen Zeit, neue Medikamente nach einer gewissen Zeit vom Markt. Ah, okay, krass. Eine schreibt, Lucky Lecker schreibt, angeblich ist doch ein Mädchen an einer Impfung gestorben, war doch sogar in der Tagesschau. Okay, crazy. Weil man erst Meldesystem mit Out, man. In der längeren Betrachtung gesehen hat, dass es doch am Ende möglicherweise Nebenwirkungen gibt, die den Nutzen nicht aufwiegen. Also hundertprozentig ist bei diesen Impfstoffen all das überhaupt nicht klar. Und auch deswegen muss man umso mehr darauf achten, dass die geimpft werden, für die die Impfung wirklich ein unerlässlicher Schutz ist und ein notwendiger Schutz. Und ich will auch nochmal auf die viel zitierten Spätfolgen eingehen. Natürlich weiß es niemand. Wie hat denn das RKI in seinem Impfbuch so schön geschrieben? Natürlich kann man bei einer Impfung, die erst seit ein paar Monaten verabreicht wird, noch nicht wissen, ob und welche Spätfolgen nach ein paar Jahren auftauchen. Man kann nicht wissen, ob und welche Spätfolgen nach ein paar Jahren auftauchen. Geil. Vielleicht keine. Vielleicht aber auch welche, die durchaus nicht erfreulich sind. Und bei Impfstoffen, wo wir eine solche Sachlage haben, eine Impfpflicht, eine allgemeine Impfpflicht zu erwägen für alle Menschen, auch für die die Krankheit gar keine so große Bedrohung ist. Und zwar eine Impfpflicht, die dann auch noch bedeutet, dass man in regelmäßigen Abständen sich impfen lassen muss. Also es tut mir leid, das macht mich sprachlos, wie so etwas ernsthaft in die politische Debatte kommen kann und dann noch offensichtlich ja von vielen begrüßt wird. Also ich finde, wir sollten und müssen darüber wirklich noch einmal ernsthafter nachdenken. Und ich glaube nicht, dass das der Ausweg aus der Pandemie sein wird und sein kann. In diesem Sinne, soweit für heute.
und ja, diskutiert wieder viel, auch kontrovers, kommentiert. Das freut mich immer. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüssi! Starkes Video. Sehr informativ auf jeden Fall. Gucken wir mal ein bisschen in die Kommentare hier rein. Ich liebe ihren klaren Geist, ihre Logik, ihren Mut. Eine Kanzlerin wie sie, das wäre ein Gewinn für dieses Land. Passen Sie auf sich gut auf. Frau Wagenknecht, Sie bringen es absolut auf den Punkt. Sie sprechen mir aus der Seele. Eine halbe Stunde nüchterne und sachliche Betrachtung und ganz ohne schrillen, alarmierenden Ton. Was für eine Wohltat in dieser Zeit. Fühle ich. Intelligent und charakterstark, eine Ausnahme in der politischen Landschaft. Also die macht auch echt einen geilen Job gerade und hebt sich mit ihrer Berichterstattung und was sie gerade macht, geht sie natürlich auch, glaube ich, viele Risiken ein, aber hebt sich auch deutlich von der aktuellen politischen Landschaft ab, was für sie auf jeden Fall auch ein krasser Vorteil ist für die Zukunft, denke ich mal so, ne? Weil das zeichnet ja auch ein Politiker irgendwo aus, für mich persönlich, dass da eine Emotionalität drin steckt, dass da ein Mensch hintersteckt, wo man auch spürt, okay, das ist auch ein Mensch, weißt du, und nicht irgendeine Marionette, die einfach irgendwas erzählt, was gerade alle erzählen. Und das hat man schon lange, ich persönlich habe das in Deutschland schon lange vermisst.